Hallo meine lieben Studentinnen und Studenten, hallo YouTube, herzlich willkommen zum dritten Video der ersten Vorlesung von Klimawandel, wieso, weshalb, was tun. Im letzten Video hatten wir mit dem Wien'schen Verschiebungsgesetz die wichtigste physikalische Grundlage gehabt, warum es einen natürlichen wie menschgemachten Treibhauseffekt überhaupt gibt. Die Sonne strahlt sichtbares Licht auf die Erde, die Atmosphäre lässt das auch recht gut durch, aber das in Anführungszeichen Licht, das dann die Erde abstrahlt, ist eigentlich gar kein sichtbares Licht, sondern langwellige Infrarotstrahlung. Das lässt die Atmosphäre eben nur ganz schlecht durch. Und dann staut sich die Infrarotstrahlung unter der Atmosphäre und es wird warm. Um wie viel Grad es dabei wärmer wird, berechnen wir jetzt. Viel Spaß dabei! So, mit diesem Kenntnisstand, dass das Sonnenlicht fast ungehindert die Erde erreicht, das von der die von der Erde abgegebene Strahlung aber nur zu ungefähr 20% den Weltraum, können wir die Erdtemperatur viel genauer ausrechnen. Was haben wir da? Wir haben hier unten die Erde. Erdtemperatur würden wir gerne wissen. Und wir wissen, Sonnenlicht fällt auf die Erde ein. Wir kennen auch die Intensität dieses Sonnenlichtes. Das war ja aus der Solarkonstante ausgerechnet 238 Watt pro Quadratmeter. Dieses Licht durchdringt ziemlich ungehindert die Atmosphäre. Also das, was hier so schwarz schraffiert ist, sei die Atmosphäre. Und das sieht man hier, die Atmosphäre hat praktisch ein Loch. Das Sonnenlicht kommt ungehindert zur Erde durch. Was passiert jetzt mit der von der Erde abgestrahlten Wärmung? Na, die Erde strahlt also irgendeine Intensität Licht ab. Wie groß die ist, müssen wir gleich ausrechnen. Da haben wir also hier die Intensität der von der Erde abgegebenen Strahlung. Und diese Strahlung wird durch die Atmosphäre sehr wohl beeinflusst. Nämlich nur 20% werden von der Atmosphäre durchgelassen. Erstmal farbig markieren. Erdlicht hat ja längere Wellenlängen, deswegen orange statt gelb. Deutet das ein bisschen an. Und wenn wir also eine unbekannte Intensität der Erdabstrahlung IE haben, dann erreichen 20% davon ungehindert den Weltraum. Und die restlichen 80% bleiben erstmal in der Atmosphäre hängen. Bleiben die da dauerhaft hängen, auf immer und ewig sozusagen? Nee, auf keinen Fall. Warum denn nicht? Naja, wir betrachten ja einen Gleichgewichtszustand. Das heißt, die Atmosphäre hat irgendeine Temperatur erreicht und die behält sie so im Wesentlichen. Wenn jetzt in die Atmosphäre immer mehr Energie reingepumpt würde, nämlich dadurch, dass sie eben die Strahlung der Erde dauerhaft absorbiert und nicht ihrerseits wieder abgibt, würde die Atmosphäre immer wärmer werden. Tut sie nicht. Tut sie deswegen nicht, weil sie nämlich diese Energie wieder abstrahlt. Ist so ein physikalischer Grundsatz, was man aufnimmt, muss man im Gleichgewichtszustand auch wieder abgeben. In welche Richtung strahlt denn die Atmosphäre diese 80% der von der Erde abgegebenen Strahlung wieder ab? Naja, eigentlich in alle Richtungen gleichermaßen. Das bedeutet, um das vereinfacht hier in diesem Bild einzeichnen zu können, die Hälfte in den Weltraum und die Hälfte wieder zur Erde zurück. 40% der von der Erde abgegebenen Strahlung werden von der Atmosphäre aufgenommen und in den Weltraum wieder abgestrahlt. Und ebenfalls 40% der von der Erde abgegebenen Strahlung werden von der Atmosphäre aufgenommen und wieder zur Erde zurückgestrahlt. So, jetzt ist das Diagramm vollständig und wir können damit tatsächlich die Erdtemperatur ausrechnen. Wie geht denn das? Naja, im Gleichgewichtszustand ist abgegebene Strahlung gleich aufgenommene Strahlung. Das gilt für alles hier, sowohl für die Atmosphäre, die nimmt genauso viel auf, wie es abgibt, wie für die Erde, die nimmt genauso viel auf, wie es abgibt, und auch für den Weltraum. Der Weltraum mit der Sonne gibt genauso viel Energie zur Erde hin, wie er von der Erde letztlich wieder aufnimmt. Ja, und für den Weltraum ergibt sich folgende Bilanz. Die Strahlung von Sonne und Weltraum zur Erde ist gleich der Strahlung von der Erde Richtung Weltraum raus. Also 238 Watt pro Quadratmeter geht vom Weltraum zur Erde hin und 0,2 plus 0,4 mal die von der Erde abgegebene Strahlung geht von der Erde zum Weltraum raus. Haben wir also 0,6 mal die Intensität der Erdstrahlung. Und das ist eine super schöne Gleichung, da können wir die Intensität der Erdstrahlung gleich ausrechnen. Das sind nämlich 238 Watt pro Quadratmeter durch 0,6 und das sind knapp 397 Watt pro Quadratmeter. Nützt uns das was? Na klar, mit dem T4-Gesetz, dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, können wir jetzt die Temperatur der Erde ausrechnen. Nämlich die Temperatur der Erde
ist gleich, na, so ging das ja, die Strahlungsintensität ist gleich Sigma mal T hoch 4 und dann haben wir für die Temperatur der Erde alles in den Taschenrechner reingeben, rauskommt 289,3. Ui, das ist aber eine hohe Temperatur. Nee, ist ja gar nicht in Grad Celsius, sondern ist in Kelvin. Um das Ganze in Grad Celsius umzurechnen, müssen wir 273,15 abziehen und dann kommen wir auf 16,1 Grad Celsius. Wir haben also mit diesem noch immer sehr, sehr einfachen Modell herausgefunden, dass die Gleichgewichtstemperatur der Erde jetzt nicht mehr minus 19 Grad ist, sondern plus 16 Grad. Und das ist übrigens ein erstaunlich korrekter Zahlenwert. Was die Klimaforscher und Meteorologen so messen, ist nämlich, dass wir derzeit eine durchschnittliche Obertemperatur von 15 Grad Celsius auf der Erde haben. Also ist der Treibhauseffekt der Atmosphäre wie groß? Nun, das ist die tatsächliche Oberflächentemperatur der Erde. Minus die Gleichgewichtstemperatur der Erde, wenn es keine Atmosphäre gäbe. Ja? Also diese fiktive Gleichgewichtstemperatur der Erde. So, was für Zahlenwerte müssen wir da einsetzen? 15 Grad für die tatsächliche Oberflächentemperatur der Erde, das war der genaue Messwert. Und minus 18,6 Grad Celsius für die fiktive Temperatur ohne den Einfluss einer Atmosphäre. Und raus kommt 33,6 Grad Celsius. Das ist der Treibhauseffekt der Atmosphäre. Und dieser Treibhauseffekt ist zum Teil menschgemacht und zum Teil ganz natürlich. Welcher Anteil davon menschgemacht und welcher Anteil natürlich ist, das kriegt man raus, wenn man die aktuelle Temperatur der Erde mit der Temperatur vor Beginn der Industrialisierung vergleicht. Hier ist so eine Temperaturkurve, von 1850 bis heute geht die. Die gucken wir uns heute auch ganz sicherlich nicht zum letzten Mal an. Und dieser Kurve kann man entnehmen, dass die Temperaturzunahme seit Beginn der Industrialisierung, also die Differenz zwischen dem Punkt ganz links unten und ganz rechts oben, 1,2 Grad Celsius beträgt. Wir haben also einen menschgemachten Treibhauseffekt von 1,2 Grad Celsius und einen natürlichen Treibhauseffekt von 33,6 minus 1,2, einen natürlichen Treibhauseffekt von 32,4 Grad Celsius. Heißt das nun, dass der menschgemachte Treibhauseffekt ungefährlich ist, wo er doch so viel kleiner ist als der natürliche Treibhauseffekt? Nein, überhaupt nicht. Zur Gefährlichkeit des menschgemachten Treibhauseffektes sagt das gar nichts aus. 1,2 Grad Temperaturanstieg sind nämlich 1,2 Grad. Ganz egal, ob bei der Referenztemperatur ein natürlicher Treibhauseffekt drin ist oder nicht. So, wem das ein bisschen schnell ging oder wer es nicht so mit Zahlen hat, der kommt das vielleicht komisch vor, der möchte es gerne kontrollieren. Stimmen denn die Strahlungsintensitäten, die wir ausgerechnet haben? Ist das tatsächlich ein Gleichgewichtszustand? Na, setzen wir doch einfach mal die Zahlenwerte, die wir ausgerechnet haben, in diese Pfeile hier vorne ein. Und gucken, ob alle Bilanzen hinhauen. Dann haben wir also unten die Erde. Ich spare mir einfach mal ausnahmsweise die Einheit. Alle Zahlenwerte, die hier sind, sind also in Watt pro Quadratmeter. Und die Zahlenwerte sind dann stimmig, wenn alle Teilsysteme, also der Weltraum mit der Sonne drinnen, die Erde ohne die Atmosphäre und die Atmosphäre für sich genommen gleich viel abstrahlen wie empfangen. Also wenn diese drei Strahlungsbilanzen stimmig sind und wir gehen mal die Strahlungsbilanzen durch. Von der Erde, wie sieht's aus? Was kommt rein? 238 kommt rein. 79 gibt die Erde wieder ab, direkt. 318 gibt sie an die Atmosphäre ab. 159 empfängt sie von der Atmosphäre, alles in den Taschenrechner eintippen, rauskommt 0. Das ist ja schon mal gut. Erde können wir abhaken, funktioniert die Strahlungsbilanz, jetzt kommt die Atmosphäre. Die Atmosphäre nimmt 318 auf, gibt 159 an die Erde zurück ab, 159 in den Weltraum ab, alles eintippen ist 0, stimmt also auch. Und zum Schluss haben wir den Weltraum. Was empfängt der Weltraum? Alles, was empfangen wird, haben wir hier positiv eingetragen. Alles, was abgegeben wird, mit negativen Vorzeichen. Der Weltraum empfängt also
79 Watt pro Quadratmeter von der Erde und 159 von der die Erde umgebenden, also 79 von der Erdoberfläche und 159 von der Atmosphäre und gibt ab 238 Watt pro Quadratmeter. Alles in den Taschenrechner eintippen, ist ebenfalls 0. Es sind also alle drei Strahlungsbilanzen stimmig, das heißt, die Werte, die wir gerade ausgerechnet haben, sind in sich stimmig. Die müssen nicht 100% exakt sein, weil das ja ein vereinfachtes physikalisches Modell ist, aber innerhalb dieses physikalischen Modells haben wir richtige Werte ausgerechnet. Musik